Unser Thema steht oben, Parabeln, Schnittpunkte Nullstellen, Schnittpunkte mit anderen Kurven und so weiter. Ich fange mal mit einem scheinbar relativ schwierigen Thema an, und zwar, ich habe zwei Graphen, aber ich lasse mal die Graphen, ich nehme mal die Funktionsvorschriften dazu. Und zwar, es schneiden sich zwei Parabeln, die eine heißt f von x ist x plus 1 in Klammern zum Quadrat, und die andere heißt g von x soll sein minus, Klammer auf, x minus 1 in Klammern zum Quadrat plus 4. Ja, ich hatte gesagt, das Minus, das macht uns Probleme, aber das nehmen wir mal rein rechnerisch erstmal und versuchen das rein rechnerisch zu lösen. Genau, rein rechnerisch sagen wir einfach nur, und wenn wir Schnittpunkte haben wollen, dann setzen wir die Biester gleich. Ich schreibe das jetzt gleich mal auf. Zugegebenermaßen, wenn ich jetzt das Ding dann so hingeschrieben habe, habe ich ein Problem. Damit kommt man nicht gut klar. Wir müssen uns also jetzt die ganze Sache umschreiben in Normalform. Dann kann man was tun. Und dann wird es plötzlich leichter als gedacht. Zu. Klar, erste binomische Formel x² plus 2x plus 1. Und hier erstmal noch ein Trick. Und zwar, da ja hier ein Minus ist, dieses olle Minus. Ich mache das mal rot, damit es besser auffällt. Hier dieses Minus. Schleppen wir das Minus mal in die nächste Zeile mit und setzen uns wieder so eine Art Container. Und schreiben jetzt ganz in aller Ruhe mittels zweiter binomischer Formel rein in den Container, was da passiert, und schreiben unsere plus 4 wieder dahinter. Also das ist dann gar nicht mehr schlimm. Genauso ist es. Und durch dieses Mitschleppen oder dieses, sagen wir mal, erstmal Ausklammern des Minus, kann ich in aller Ruhe hier die zweite binomische Formel anwenden und das reinschreiben. Jetzt haben wir auf der linken Seite was stehen. Und die rechte Seite, da müssen wir noch diesen ollen Container wegkriegen. Das heißt, wir nehmen alles mal minus 1. Hier steht eine stille minus 1 mal vor der Klammer. Das steht eigentlich still davor. Hier, das hier. Das steht minus 1 mal. Steht still davor. Na, jetzt habe ich es noch verschmierter gemacht. Aber wir wissen, was gemeint ist. Und wir schreiben das Ding jetzt um. Wir nehmen das entsprechend mal minus 1. Also habe ich minus x². Minus mal minus ergibt plus. Deswegen plus 2x. Und Minus mal plus ergibt wieder Minus, deswegen minus 1. Jetzt fassen wir das Biest noch zusammen hier und schreiben auf beiden Seiten das entsprechend hin. Also auf der nächsten Zeile steht nochmal mitgeschleppt hier unser Kram, x² plus 2x plus 1. Und auf der rechten Seite steht minus x² plus 2x und minus 1 plus 4 sind plus 3. So, und jetzt dürfte es leicht fallen. Genauso ist es. Jetzt einfach bloß nach sturen Regeln alles auf die andere Seite bringen, also plus x² minus 2x und so weiter und so fort. Und dann wird uns die Sache nämlich leicht fallen, denn dann ergibt sich wieder was ganz Einfaches. Ich schreibe das mal in der Zeit hin und in der Zeit schreibt ihr es auf. Also, hier steht minus x², Gegenteil ist plus x². Demzufolge steht hier auf der nächsten Zeile dann 2x². Und wenn ich jetzt hier 2x habe und sage minus 2x, ja, dann ergibt sich hier nichts mehr, deswegen habe ich mal eine Lücke gelassen, damit es besser auffällt. Und 1 minus 3 ist minus 2. Auf der rechten Seite ist nichts mehr, da ist 0. Jetzt könnte man ja sofort an eine PQ-Formel denken, ne? P ist 0, ne? Also wer das möchte, aber es geht leichter. Wenn ich jetzt nämlich ganz einfach sage, ich teile erstmal durch 2, dann steht hier x² minus 1 ist gleich 0. Das soll uns aber auch nicht stören. Wir sagen plus 1 dazu. Und dann heißt die nächste Zeile, x² ist 1. Na, und da wissen wir die Lösung. Wie kommen wir ans x ran? Indem man die Wurzel zieht. Und Jan hat das so schön geschrieben, plus minus vor die Wurzel. Denn was kommt raus? x1 ist plus 1 und x2 ist minus 1. So leicht kann man so eine Sache lösen. Wenn man cool bleibt und wenn man das mit dem Container hier macht, ne, dann geht das ganz leicht. Fragen dazu? Ich habe mir jetzt spaßeshalber schnell mal gemalt, wie das aussähe. Das wollte ich aber zu Anfang nicht machen. Und jetzt haben wir hier unsere Schnittpunkte. Hier ist einer und hier ist einer. Wie man die einmalt, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Hier haben wir es ganz leicht zu sehen, ne? Unsere Scheitelpunkte und dann das übliche Verfahren. So sieht das aus. Und später in größeren Klassen errechnen wir dann die Fläche, die dann zum Schluss übrig bleibt und alles so ein Kram. Das machen wir dann später. So, wir kommen gleich zum nächsten Beispiel, übungsweise. Nächstes Übungsbeispiel. Na, gegeben ist folgender Fall. Und zwar die eine Funktion heißt f von x ist
wieder x plus 1 in Klammern zum Quadrat, also eine einfache Geschichte. Und bei g von x, da haben wir ein kleines bisschen Pech. Da haben wir, was haben wir denn da? Wie machen wir das aus Spaß? Ja, bei g von x, da wissen wir die Funktionsvorschrift nicht, aber wir wissen bei g von x Folgendes, und zwar zu g ergibt sich ein Punkt, der heißt, also sagen wir, g1 heißt zum Beispiel minus 2 und 1 und der Punkt g2 hier für g von x, der heißt 1, 4. So, zu ermitteln ist die Funktionsvorschrift für g von x und dann die Schnittpunkte nachrechnen, ob das irgendwie zusammenkommt, dann gleichsetzen und so weiter. Dann los. Nochmal. G von x wissen wir nur, hatte ich jetzt nicht hingeschrieben, mx plus n, ne? Also eine stinknormale Gerade. Jetzt ist die Skizze sehr nützlich. Ich habe schon mal die Punkte vorbereitet, die Koordinaten minus 2, 1 und 1, 4 von den beiden Punkten eingetragen. Und wenn ich die jetzt verbinde, dann habe ich einen nützlichen Effekt, dass ich ungefähr weiß, wie die schon mal läuft und ob ich dann mit meiner Geradengleichung auch richtig bin. Wie man die ermittelt, komme ich gleich drauf. Wenn wir einmal dabei sind, können wir auch f von x einmalen. Hier habe ich den Punkt minus 1, 0, also minus 1, 0 ist hier. Das ist der Scheitelpunkt. Und jetzt kommen die charakteristischen Punkte 1 nach... Oh, nee, der eine ist nicht schön. 1 nach links und 1 nach oben. 1 nach links, 1 nach oben. Oh, der scheint da mit dem zusammenzufallen. Sehr schön. Und dann habe ich hier schon mal meine Parabel. Und dann werden wir mal sehen, wie das dann sich verhält. Also jetzt erstmal die Geradengleichung ermitteln und dann geht's weiter. Ja, jetzt kam der Hinweis, die Geradengleichung ist ja gar nicht so schwer. Die kann ich ja hier aus meiner Skizze ablesen. Vorsichtig, das sind keine sicheren Punkte. Die vielleicht schon, aber wir wollen es ja rechnerisch hinkriegen, damit es wirklich genau wird. Und das geht ganz einfach. Ich setze einfach die bekannten Punkte in diese Gleichung ein. Also, ich habe 1 ist gleich, ne? G von x ist 1 ist gleich. Und jetzt schreibe ich m mal minus 2. Und jetzt? Ja, plus n. N weiß ich immer noch nicht. Gut, nehmen wir den zweiten Punkt. 4 ist gleich. M weiß ich noch nicht, aber ich weiß, das ist mal 1 zu nehmen, ne? Hier Punkt 1 plus n. Jetzt scheine ich noch nicht viel schlauer zu sein. Schreiben wir das mal ein bisschen schicker. Und zwar 1 ist gleich minus 2m plus n und 4 ist gleich m plus n. Vorschlag, einfach nach n umstellen und dann gleichsetzen. Das geht am einfachsten. Macht mal. Also ich habe umgestellt, diese Formel hier umgestellt, diese in diese umgeformt, nach n umgestellt und diese nach n umgeformt. Und wenn ich jetzt also sage, n ist gleich das Wert und n ist andererseits auch das Wert, dann kann ich das beides gleichsetzen. Jetzt kommt Handwerkszeug, ne? M ist 1. Jetzt gibt es eine Frage. Wie komme ich jetzt noch an das n heran, damit ich dann wirklich hier statt m und n Zahlen einsetzen kann? Ja, da schnappe ich mir eine von den beiden umgestellten Formeln. Ich kann es auch zur Probe mit beiden machen und sage, jetzt setze ich m ein und dann werden wir mal sehen, n ist nämlich gleich. Nehmen wir uns die erste vor. Ich mache jetzt mal wieder in schwarz weiter. Also die erste umgestellte 1u, ne? N ist ja 1 plus 2m, demzufolge die 1 hier eingesetzt, heißt n ist gleich 1 plus 2 mal 1, also 2. Also n ist 3. So, und das kann man jetzt mal überprüfen. Ich schreibe aber erstmal g von x hin. G von x ist demzufolge, m hat man gesagt, ist 1, also x. Ne, hier eine stille 1, die kann man sich aber schenken. X plus 3. Mal sehen, wie die aussieht. X, ja, im Winkel von 45 Grad, 1 nach rechts, 1 nach oben, m ist 1. Und hier ist 1, 2,
Ja, na gut, nicht so genau getroffen, ne? Drei. Okay. Also das hat funktioniert. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt setzen wir die beiden f von x und g von x gleich und probieren mal aus, ob dann die Schnittpunkte, die wir jetzt ahnen, auch wirklich rauskommen. Wozu macht man das? Wozu haben wir g von x jetzt so konkret ausgerechnet? Ganz einfach. Wenn ich f von x und g von x gleichsetzen will und f von x hieß ja x plus 1 in Klammern zum Quadrat ist gleich mx plus n. Na gute Nacht, Marie, jetzt bin ich angeschmiert, ne? Was will ich? Entschuldigung bitte. Das war ein Sprichwort. Was will ich jetzt machen? Jetzt habe ich plötzlich m und n auch noch als Variablen drin, dann kriege ich gar nichts mehr raus. Also brauche ich hier konkrete Werte, nämlich nicht so, das geht so nicht, sondern ich mache das richtig, indem ich sage, m war 1, also einmal x und das einmal, das kann ich mir schenken, plus 3. Und daraus kann man was machen. Das ist das Gleichsetzen. Und jetzt macht man weiter. Naja, so ein bisschen Unverständnis ist ja klar, das ist auch schon eine Weile her. Schnittpunkte errechnet man, indem man die beiden Formeln gleichsetzt. Ja, schon, aber wie waren das? Wie ging das? Ich erinnere nochmal schnell an die andere Klasse und da lohnt es sich auch, die anderen Videos anzuschauen. Also ich schreibe das mal gleich hin. Achtung. Andere Videos anschauen. So, die sind da, die sind noch gar nicht mal allzu alt. Und zwar geht es um folgendes Beispiel. Wir haben, nee, ich mach's mal gleich in Blau. F von x sei meinetwegen 3x minus 4 und g von x sei minus 2x plus 3. Und wir möchten in diesem Fall den Schnittpunkt der beiden Geraden haben. Den Schnittpunkt. Geraden schneiden sich nur einmal, ne? So, was macht man? Ich schreibe jetzt mal und skizziere jetzt mal mit Pause weiter. Man zeichnet die Graphen ein, erstmal, damit man ungefähr sieht, worum es geht. Und hat sich Folgendes ergeben: Die Graphen, also absolutes Glied und so, das sind die wichtigsten Punkte. Man braucht dabei Geraden bloß zwei Punkte. Wenn man die dann mit Steigungsdreieck eingemalt hat, peng, hat man schon mal das. Und die schneiden sich hier irgendwo. Aber weiß der Kuckuck wo? Das könnte auf der X-Achse sein oder sonst wo. Und wie rechnet man es aus? Indem man sagt, wenn beide an der Stelle, an dieser Stelle am Schnittpunkt S, der geschätzt ist 2, 1, 2 und 0,5, ne? Geschätzt jetzt. Liegt ein bisschen vielleicht über der X-Achse, was weiß ich. Das ist, wie gesagt, der geschätzte Wert. Um den auszurechnen, kann man von der Erkenntnis ausgehen. Die haben hier beide den gleichen X-Wert und beide den gleichen Y-Wert. Oho, die haben beide den gleichen Funktionswert, sagt man auch dazu. Also kann ich die beiden gleichsetzen. Das hier. Also kann ich sagen, 3x minus 4 ist gleich minus 2x plus 3. Ja, der Rest ist Handwerkszeug, wenn ich das einmal klar habe, dass ich das also gleichsetzen kann. Nochmal, 3x minus 4 hat einen y-Wert, der dem gleich ist. Also kann ich die beiden gleichsetzen. Jetzt habe ich den x-Wert vom Schnittpunkt, in diesem Fall Schnittpunkt. Den y-Wert, wie kriege ich den raus? Dunk. Genau, und die dazugehörige Koordinate, also den y-Wert, den nehmen wir, indem wir in die leichtere von beiden einsetzen, damit wir uns nicht verrechnen, die leichtere. Also sagen wir, ys ist demzufolge 3 mal, und jetzt setzen wir das hier ein, schwupp, 3 mal 5 Siebtel minus 4. Und der Rest ist wieder Handwerkszeug, das mache ich in der Pause. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir ausgerechnet, wir haben hier 3 mal 5 ist 15 Siebtel minus, hier haben wir erweitert, 28 Siebtel ergibt minus 13 Siebtel. Das muss ungefähr bei minus 2 liegen. Jetzt gucken wir es uns mal an. Haben wir denn so schlecht gezeichnet oder haben wir uns verrechnet? Das ist dann immer die schöne Kontrolle. Denn hier haben wir geschätzt, der liegt bei 2 und 0,5. Wo ist der Haken? Und genau dafür brauchen wir solche Skizzen. Wir müssen uns also dementsprechend verzeichnet oder verrechnet haben. Mal gucken. Aha, hier geht's los. 7 durch 5 ist 5 Siebtel. Ja, nix ist. Hier, das ist falsch hier. Das ist falsch. Das dürfen wir nicht so machen. Also 7 Fünftel, ne? Und jetzt wird es auch logischer, wenn wir hier einen Fehler haben, wie wir es jetzt bemerkt haben, dann haben wir hier auch einen Fehler drin. Also muss ich das ändern. 7 Fünftel. Ich mache mal Pause dafür.
Und wenn wir diesen Fehler gefunden haben, 7/5, ja, je nochmal, liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und hier 0,5 und 0,2, was wir hier mit richtigem Ergebnis raus haben, das passt zusammen. So kann man es machen. Nochmal grundsätzliche Fragen dazu. Also jetzt geht es hier weiter. Wir haben es hier mit einer quadratischen Gleichung zu tun. Stört uns nicht. Das müssen wir zur Normalform machen, sonst wird es nichts. X² plus 2x plus 1 ist gleich x plus 3. Naja, jetzt geht der Kram wohl darauf hinaus, am besten alles weg hier. Minus x und minus 3, dann heißt das x² plus x minus 2 soll 0 sein. Naja, jetzt brüllt das ganze Gerät nach PQ-Formel und das können wir jetzt gleich machen. So, jetzt hatten wir zu Anfang 1 und minus 1 raus. Dann haben wir geguckt und ja, es sah ganz gut aus. Hier die 1, ne? Hier ist er. Die x-Koordinate vom Schnittpunkt. Und hier sah, ach, hey, nee, nee, hier ist minus 2 an dem Punkt. Also, haben wir nochmal überprüft. Okay, 1 und minus 2. Hat geklappt. Bis dahin. Wie kommt man jetzt an den y-Wert? Ganz einfach in eine von den beiden Formeln einsetzen. Ich würde es nicht in die linke einsetzen. Wäre ein bisschen Schmuck am Nachthemd, ne? Also, naja, jetzt ist es einfach. Also, wir haben einfach gesagt, diese Werte hier, die setzen wir da oben und zwar hier am besten ein. Naja, geht am einfachsten, bevor wir diese Seite nehmen, ne? Also in g von x eingesetzt, demzufolge kommen diese Punkte raus. Wenn man manchmal durcheinander kommt, deswegen immer schön nummerieren. Jetzt kontrollieren wir 1, 4 und minus 2, 1. Moment. So, demzufolge kontrollieren, passt. Ne? Hier sind sie. Hier sind unsere Schnittpunkte. Hat genau gepasst, wunderbar. Nächstes Beispiel. Probieren wir noch ein Beispiel. Sieht so aus. F von x. Das gebe ich mal einfach eine, die heißt. Ja, das ist dumm. X² plus 4,5x plus 2. Und g von x sei minus 0,5x plus 6. Na denn. So schnell, was wir in der Zeit daraus gemacht haben. Also ich kann jetzt hier die Parabel, damit ich zeichnen konnte, habe ich ganz schnell mal hier mittels quadratischer Ergänzung, das habe ich mit dem Taschenrechner gemacht, hier diesen Wert. Warte mal. Hier. Die Aufhebung des Betruges, da habe ich schnell mit dem Taschenrechner eingefügt, daher kommt das. Habe ich also das dann zusammengefasst, da gibt minus 3,06 und so weiter. Jetzt konnte ich mal die Parabel skizzieren. Habe ich hier raus den Scheitelpunkt ermittelt. Hier die Parabel skizziert, kleinen Moment mal. Gut. Die Gerade war kein Problem. Die Schnittpunkte markiert ungefähr, ne, was dabei rauskommen muss, ungefähr. So, und dann bin ich beigegangen, die Schnittpunkte errechnet, gleichsetzen. Dann nimmt man natürlich wieder nicht die Form, sondern die Normalform. Als ich dann alles auf die linke Seite gebracht hatte, dann kam hier 0. Dann haben wir mittels PQ-Formel den ganzen Mist so ausgerechnet. Und ich kam auf die x-mäßigen Werte für die Schnittpunkte. Also bei 0,702 und minus 5,702 mussten die ungefähr liegen. Diese Werte genommen, am besten in die Geradengleichung eingesetzt, weil es sich leichter rechnet und es kamen vernünftige Werte raus, die ich dann hiermit verglichen habe. Also, das geht dann. In unserem Test machen wir eine ganz solche widerlichen Schnittpunkte, dass ihr euch totrechnet. Ich hatte jetzt nicht, und da haben sich manche drauf versteift, die haben sich erstmal um die Nullstellen gekümmert. Um die ging es mir jetzt nicht. Die wollte ich jetzt hier nicht wissen, sondern Schnittpunkt und das war's. Okay, wenn Fragen sind, dann jetzt. Okay, noch ein anderes Beispiel. Das geht jetzt wieder ganz leicht. Man muss bloß ein bisschen cool dabei bleiben. Und zwar gegeben sei, ach, ich mache es wieder in blau. F von x heißt meinetwegen x plus 3 in Klammern zum Quadrat und g von x heißt x minus 2 in Klammern zum Quadrat. Schnittpunkte bitte. Nur Schnittpunkte. Oder nur den Schnittpunkt oder keinen Schnittpunkt. Also es geht um Schnittpunkte. Ausrechnen. Action. Nochmal ein Tipp, schnell vorher den Graphen malen. Das geht am allerbesten.
leicht abzulesen, unsere Scheitelpunkte, zack, zack, eingemalt. Und hier in dem Bereich, aber Achtung, der Schnittpunkt wird nicht auf der Y-Achse liegen, weil die haben unterschiedlichen Abstand hier von der Y-Achse. Der ist nur 2 groß und der ist schon 3 groß. Also deswegen, der ist ein bisschen ungünstig durchs Skizzieren gekommen. So, aber wie geht man jetzt bei? Ganz einfach, gleichsetzen, wie immer. Aber vorher, ich will in Normalform überführen. Na, jetzt die Gleichsetzerei ist Handwerkszeug. Schön ist, die x-Quadrate fallen raus. Ich habe es dann mit einem einzigen Schnittpunkt zu tun bei minus 0,5. Das kommt ungefähr hin. Und bei 6,25 der Höhe nach auch. Also, das war ein einfaches Beispiel. Noch Fragen dazu? Also, derlei Aufgaben kommen ran. Und zwar, ich mache das mal mit dem Marker in grün. Diese kommt so nicht dran. Ne? Aber. Diese kommt dran. Hier. Sowas kommt nicht dran. Und von der Art kommt was dran, aber nicht so blöd wie das hier. Also so schlimm wird es nicht. Und sowas kommt dran. Und dann kommt zusätzlich dran. Das hört sich jetzt zusätzlich, hört sich schlimm an, aber das ist zum Punktesammeln. Ach so. Und zwar kommt sowas dran wie. Mal schnell einen Graphen skizzieren. X0, Y0 abschätzen. Scheitelpunkt ermitteln und dann diesen ganzen Kram hier auch errechnen.